Die Top-1-Regel ist einfach Ruhe bewahren. Das vermeidet einfach, dass man da auf einmal falsche Freunde vor der Tür hat. Ja, eben. Wenn der auch noch aus solchen Kreisen kommt. Ach, du meine Güte. Also, ich glaube, der muss gut aufpassen, wo er hingeht. Sonst ist er ein wenig in Lebensgefahr, kann ich mir vorstellen. Genau, Chico, das ist ja, der war ja auch schon mal jetzt damals in dem Jahresrückblick auf RTL Ende letzten Jahres. Der hat ein ziemlich einfach gestrickter Typ, möchte ich mal so sagen, der also richtig fett beim Lotto abgesahnt hat. Wie viel hat er gewonnen? 10 Millionen oder was? Nee, 10 Millionen nicht, nee, Quatsch. Aber jedenfalls ordentlich ein paar Millionen. Und jetzt zeigt uns SternTV, wie sein Leben so ist als Lotto-Millionär. Doch 10 Millionen, ja. Er ist Deutschlands bekanntester Lotto-Millionär. Ich möchte wirklich... Naja, so viele gibt's ja nicht, ne? Ich der Erste sein, derjenige, der Chico Lotto gewonnen hat und nicht pleite gegangen ist. Kürşat Yildirim, Spitzname Chico. Knapp 10 Millionen Euro hat er gewonnen. Was für ein geiles Leben hab ich denn? Wieso? Wo gewinnt man denn 10 Millionen Euro im Lotto? Ist das beim normalen 6 aus 49? Gibt man noch keine 10 Millionen, oder? Das sind doch mehr so... Naja, wenn der Jackpot ziemlich gefüllt ist, dann schon. Da kann das schon mal sein, ne? Naja. Ich spiele auch jede Woche Lotto, aber ich gewinne maximal 16,40 Euro oder sowas. Bin schon froh, wenn es ein zweistelliger Eurobetrag mal ist, also... In seiner Heimatstadt Dortmund ist Chico ein Star. Okay. Dankeschön, Bruder, bei dir? Jeder kennt mich hier. Hey, Jungs, alles gut? Wir empfehlen den Gewinnern auf jeden Fall, Stillschweigen zu bewahren. Boah, ja, wie eben. Ich geschrien hab. Ja, alle sind vors Fenster gekommen. Ja, das würde ich auch. Also, wenn ich 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würde, ich glaube, ich würde niemandem was davon sagen. Weil du bist doch klar, wenn du das so öffentlich machst wie der... Da stehen doch die Leute bei der Schlange und betteln dich an. Oder noch schlimmer, es gibt vielleicht irgendwelche ganz bösen Menschen, die dich überfallen oder dich ausrauben oder irgendwas. Also da würde ich aber sehr, sehr aufpassen. Eieiei. Es gab doch mal diesen Lotto-Lothar in den 90ern. Kennt ihr den noch? Das war doch so ein ähnlicher Typ. Der hat doch am Ende auch nichts mehr gehabt. Der war doch völlig pleite und ist dann mit Ende 40 ist er dann gestorben, vereinsamt und verarmt. Tja, wenn Leute mit Geld nicht umgehen können. Ne? Das Beste ist bei 10 Millionen einfach auf die hohe Kante legen und nur von den Zinsen leben. Allein die Zinsen sind noch ein stattlicher Betrag jeden Monat. Da kannst du doch ein super Leben von führen. Die 10 Millionen gar nicht anrühren. Aber Chico macht das wohl anders offensichtlich. Wir empfehlen den Gewinnern, den Gewinn möglichst dezent vor sich herzutragen. Boah, das sieht aber geil aus. Dann habe ich mir mal Wert von fast 500.000 Euro Schmuck gekauft. Guck mal, was für eine geile Uhr. Wir empfehlen den Gewinnern auf jeden Fall nicht an die Presse zu gehen. Kürşat Yildirim, Spitzname Chico. Ganz Deutschland hat sich gefreut, wie der Dortmunder Chico knapp 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat. Aber wer ist... Naja, ich meine... Wenn der jetzt sich dafür eine 500.000 Rolex kauft und er sich so einen riesen Schlitten da, der von Porsche, der auch ordentlich Geld kosten wird, dann sind auch die 10 Millionen doch ruckzuck weg. Also ich meine, das klingt zwar erstmal sehr viel, aber ich meine, wenn der so weitermacht und auf so großem Fuß lebt, ist das Geld doch irgendwann weg. Also hat er denn überhaupt mal irgendwas auf die hohe Kante? Hat er denn wenigstens 5 Millionen sich auf die hohe Kante gelegt? Dass er sich sagt, okay, 5 Millionen lege ich mir beiseite und 5 Millionen verprasse ich. Okay, das ist ja legitim, ne? Ordentlich die Sau rauslassen. Aber, na gut, eine Rolex bleibt wertstabil. Ja, okay, gut. Das ist richtig, kann ich wieder verkaufen. Aber der scheint ja auch an sich ansonsten da jetzt das Geld mit vollen Händen auszugeben. Ist Chico wirklich Knast? Drogen, Spielsucht. Sein altes Leben holt ihn immer wieder ein. Ich wollte mich selber umbringen. Ohne Scheiße, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Du musst erst mal akzeptieren, dass du ein Drogensüchtiger bist. Wie oft war ich in dieser Knast, ey? 8, 9 Mal, rein, raus, rein, raus. Ja. 741, das war meine Zelle.
Das ist wirklich sehr traurig. Und heute? Wie haben die Lotto-Millionen Chicos Leben verändert? Ich zeige euch mal, wo ich schlafe, ja? Kinderzimmer. Plötzlich reich. Fluch oder Segen. Die Top-1-Regel ist einfach Ruhe bewahren. Das vermeidet einfach, dass man da auf einmal falsche Freunde vor der Tür hat. Ja, eben. Wenn der auch noch aus solchen Kreisen kommt. Ach, du meine Güte. Also, ich glaube, der muss gut aufpassen, wo er hingeht. Sonst ist er ein wenig in Lebensgefahr, kann ich mir vorstellen. Bruder, guck mal, wenn ich jeden Tag 10 Leute so Geld gebe, ich habe einen Monat kein Geld. Hey, lass mich in Ruhe, Bruder. Ich muss gar nichts. Die Dortmunder Nordstadt, sozialer Brennpunkt. Rund 75% der Menschen haben hier einen Migrationshintergrund. Hohe Arbeitslosigkeit, Armut und Kriminalität sind allgegenwärtig. Mittendrin Lotto-Multimillionär Kürşat Yildirim, von allen nur Chico genannt. Der gebürtige Türke ist hier aufgewachsen und spätestens seit seinem Millionengewinn eine Berühmtheit im Viertel. So fängt mein Tag immer an, ne? Jeden Tag mit einem guten Espresso komme ich fast jeden Tag hier hin. Ich liebe Espresso zu trinken. Das ist ein Ritual. Im Café Royal ist Chico Stammgast. Das war auch vor seinem Lottogewinn schon so. Jonathan. Ach so, jetzt wissen wir auch noch, wo er regelmäßig hingeht, wo er Stammgast ist. Da kann man ihn auch noch abpassen sozusagen. Der macht ja alles falsch, was man falsch machen kann, um Gottes Willen. Also, der spielt ja mit seinem Leben, der Junge. Merkt er das denn selber gar nicht? Oder hat er sich von seinen 10 Millionen wenigstens auch einen Bodyguard zugelegt, der bei ihm ist oder was? Oder? An seinen Ritualen hat Chico nichts geändert. Nur, dass der ehemalige Drogenabhängige und Ex-Knacki viel Geld besitzt, ist für alle neu. Anna, kannst du mir deinen Espresso geben? Chicho, gibst du mir mal Bildzeitung, bitte? Ja, sofort. Ja, okay. Ja, sofort. Ha, der ist genervt. Dankeschön. Egal, was passiert. Bitte schön. Dankeschön, mein Freund. Egal, was passiert. Der Wolf wechselt sein Feld, aber seine Gewohnheiten nicht, mein Freund. Ich bin hier groß geworden. Ein abgehobener Millionär wäre hier schnell außen vor. Der 42. Ja, das finde ich auch sympathisch, dass er seine Wurzeln nicht vergessen hat und da immer noch hingeht und hoffentlich auch ein gutes Trinkgeld zahlt, wenn er da hingeht. Das finde ich völlig in Ordnung. Nur er sollte vielleicht ein bisschen weniger rumtönen mit seinem Gewinn, würde ich ihm empfehlen. Der Jährige steht zu seiner Herkunft und das kommt an. Andere Menschen verändern sich, aber der ist hier geblieben, der hat sich verändert, der ist immer gleich geblieben und nur jetzt hat er neue Autos und so, das ist ja normal, aber sonst gleich geblieben. Man muss auch bodenständig bleiben. Bei mir hat sich nichts geändert, ne? Außer meine so Autos, Klamotten, das, dies, aber sogar ich grüße die Leute, die ich früher nicht gegrüßt habe. Weißt du warum? Nicht, dass der denkt, guck mal, jetzt ist der Millionär geworden und hochnäsig und das und das. Ne, so einer bin ich nicht. Ich glaube, ich bin noch netter geworden. Ja, muss auch so sein, ne? Wie ich gesagt habe, mich kennt nicht nur Dortmund oder NRW oder so, mich kennt ganz in Deutschland. Daran ist Chico nicht unschuldig. Einen Lottogewinner, der alle an seinem Glück teilhaben lässt, ist einzigartig. Ich war 3 Tage hintereinander war ich Titelbild. Seitdem die Bild-Zeitung Bild-Zeitung ist, hat noch nie jemand geschafft, 3 Tage Bild-Zeitung Titelbild zu sein. Das hat nur ich und der Putin geschafft. Na, da kennst du aber die Bild schlecht, du. Wenn die jemanden an der Angel hat, dann ist der auch gern mal ein paar Tage nacheinander auf Seite 1. Also das glaube ich nicht, dass er da der Einzige ist. Ohne Scheiß. Danke für das Geld, hä? Alles gut. Der brauchte das, das ist ein sehr guter Freund von mir. Er brauchte das für ein paar Tage und da habe ich ihm geholfen. Natürlich, das mache ich selbstverständlich. Wer in meinen schlechten Zeiten da war, bin auch Rest meines Lebens für die alle da. Wenn man in Not ist und der eine helfen kann, dann hilft er auch. Wer für ihn früher da war, ist für ihn immer noch da. Manchmal, ich habe nur 5 Euro in Tasche gehabt oder 10 Euro. Das habe ich sogar mit irgendeinem kaputten Menschen noch geteilt. Kannst du dir das vorstellen? Guck mal, man sagt, wenn du was Gutes machst, kriegst du wieder Gutes zurück. Chico ist überzeugt, dass sein Spielglück noch nicht erschöpft ist.
Und deshalb nutzt er jede Gelegenheit auf den nächsten großen Coup. Hat jemand so ein Kleingeld? Hat keiner so 10 Cent, 1 Cent? Überleg mal, ich gewinne hier nochmal 25.000 Euro. Das wäre jetzt der Hammer, ne? So ein Glück habe ich, Alter, jetzt die Zeit. Was willst du hier? Geh mal her, warte mal. Was muss man hier? Tja, 10 Millionen auf dem Konto, aber kein Kleingeld, genau. Rubel. Alter, knapp daneben, Alter. Alter. Ich weiß nicht, ich kann nicht aufhören mit Lotto spielen. Ich würde auf jeden Fall noch ein oder zweimal noch knacken. Ich schwöre, ohne Scheiß. Ich knacke, glaub mir mal. Und das meint der 42-Jährige ernst. Auch bei der letzten Ziehung hat Chico wieder Lotto gespielt. Ja, ich habe noch ein paar Lottoscheine, die ich gespielt habe. Jetzt fahren wir mal Richtung Lottoladen. Wir gehen kontrollieren, ob ich was gewonnen habe. Und das mit dem 300.000 Euro teuren Porsche. Chicos sogenanntem Alltagsauto. Für die paar Lottoscheine hat er übrigens knapp 2.000 Euro bezahlt. Und der Lottoladen ist nicht irgendein Lottoladen, sondern der, in dem er die knapp 10 Millionen Euro gewonnen hat. Der Ort, an dem sich vor gut 3 Monaten Chicos komplettes Leben geändert hat. Darauf ist man auch hier stolz. Und mal hier oben. Das hätte er nur für mich gemacht. Mit goldenen Schriften. Ja. Wenn du irgendwann pleite bist, dann kannst du da mal wieder drauf gucken und sagen, ach ja, war ja schön, als ich das Geld hatte, ne? Schönen guten Morgen. Morgen. Guck mal hier. Die haben sogar meinen Namen geschrieben. Das habe ich selber geschrieben. Dieser Laden hat mein komplettes Leben geändert. Diese Maschine hier hat komplett mein Leben geändert, hör mal. Was ich seit 3 Monaten so erlebe, hör mal, ich kann meine Gefühle, was ich erlebe, was ich gerade durchmache, ich kann das keinem beschreiben. Dafür gibt es keine Worte. Liegt kein Gewinn. Hat doch keiner erwischt. Auch kein Gewinn. Ja, man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Auch kein Gewinn. 17 mal, Euro. Aber immerhin, ne? 17 Euro. Das ist so schwer. Also ich glaube, wenn ich 10 Millionen gewonnen hätte, würde ich mit Lottospielen aufhören. Weil ich glaube, einmal hat man das geschafft, aber ein zweites Mal, glaube ich, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Man braucht es ja auch nicht mehr. Also ich würde, wenn ich 10 Millionen hätte, mir ein schönes Leben machen und würde da auch, glaube ich, sehr solide mit dem Geld umgehen. Diese Euro-Jackpot, ne? Boah. Komm schon! Nee, das gibt's doch gar nicht! 10 Millionen! Muss doch klappen! 215,20 Euro. Klingt gar nicht so schlecht. Bei einem Einsatz von knapp 2.000 Euro ist das allerdings ernüchternd. Was? Naja, ich meine, dieser Lottoladen, ist ja klar, dass er da freundlich begrüßt wird. Wenn er so viel Geld da ausgibt für diese ganzen Rubbelsachen da und diese ganzen Gewinnspiele. Wahrscheinlich wird die Frau ihn da am Schalter noch, die wird ihn noch bestärken. Ja, wir haben hier neue Rubbellose, Chico. Willst du mal wieder? Komm, hier. Und dann, ja, hier, 2.000 Euro geht über die Theke. Ja, die freuen sich natürlich. Auszahlen oder was? Nee, weiterspielen. Guck mal, ich würde gerne Marcel spielen. Ja, gerne. Er hat für mich ein Dings gedrückt. Jackpot, vielleicht drückt er jetzt nochmal einen Jackpot. Marcel! Der bringt die ganze Kohle durch innerhalb kurzer Zeit und das Geld ist weg. Das ist jetzt schon absehbar. Alles gut, Bruder, wie geht's dir? Chico, hi. Alles gut? Alles Valette, ja, sicher. Oh, ja. Schon, hast du er wird freundlich bedient, ne, aus Gründen. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele tausend Annahmestellen in ganz Deutschland und dass es dann hier passiert ist, ist für uns auch wie ein Sechser im Lotto. Er kam hupend mit dem Porsche hier vorgefahren und ich glaube, der stand erst mal gefühlte 5 Minuten vor der Tür und hat nur gehupt und hat das dann vom ersten Tag gleich öffentlich gemacht und somit wusste natürlich auch jeder Bescheid. Ne? Sollte man so nicht tun.
in der Regel. Machen wir mal bitte so einen Systemschein. System, wolltest du jetzt den Euro-Jackpot auch noch Euro-Jackpot. Ja, okay. Darf es ein bisschen mehr sein? Und im 4? Mach doch 2 Systemscheine oder 10. Mit einem Systemschein kann man mehr Zahlen tippen als normal und diese auch noch kombinieren. Das erhöht die Gewinnchancen, ist aber auch deutlich teurer. Eine 9. Doch, Chico, egal. Einmal, ja. Okay. Das war's. Das war's? Ja. Jo, dann mit mal. 1816. Was kriegst du? 1816. Ich übertreibe nicht. 1816 zahlt er da in diesem Lottoladen, wo normalerweise Leute eine Packung Zigaretten kaufen für 5 Euro oder keine Ahnung. Oder irgendwie eine Zeitschrift für 1,50 Euro. Und dann kommt da er, kommt Chico rein und schiebt 1.800 Euro über die Theke. Großartig. Ja, gut, ich meine, ne, die freuen sich. Treibe wirklich nicht, aber jetzt habe ich, letzte Woche habe ich richtig übertrieben, so fast 2 Mille und jetzt auch. Ja, jetzt kann ich mir auch leisten. Verstehst du, ich habe genug Magazin zum Schießen. Ja. Manchmal, ich baller 2.000, kommt wieder 2.000 raus oder dreifache, vierfache. Dann spiele ich damit wieder ganzen Monat. Dann minus plus bin ich dann, ne? Ja, aber das ist ja meistens nicht so. Also ich glaube kaum, dass wenn er 2.000 investiert, dass er 2.000 wieder rauskriegt. Sondern im Großen und Ganzen machst du ja Minus beim Lotto. Also ich spiele auch jede Woche Lotto. Das ist auch als Abo. Also ich kriege das gar nicht mit. Das Geld wird abgebucht vom Konto und ab und zu kommt wieder was drauf aufs Konto. Das geht mal hin und her. Aber unterm Strich, wenn man nicht gerade den ganz großen Gewinn absahnt, und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, hat man natürlich Verluste gemacht. Ansonsten könnte dieser ganze Lotto, dieser ganze Wirtschaftszweig ja gar nicht existieren. Ne? Wenn du ins Casino gehst, ist natürlich auch das Casino am Ende des Abends immer der Gewinner unterm Strich. Und nicht nur nicht die Leute, die da gespielt haben. Die Bank gewinnt immer, so ist es, genau. Und ich verpasse nicht einen Tag. Mittwoch, Samstag, ich habe immer Schein. 20. Dankeschön, mein Freund. Dann bis nächstes Mal. Bis dann, mach's gut. Vielen Dank. Ne? Ey, hoffentlich ballern wir noch einmal. Ja, hier, komm gerne wieder. Mach ich. Ciao. Beehr uns bald wieder. Ja, der macht für heute Feierabend. Der macht seinen Laden dicht für heute und freut sich des Lebens. Was ist das? Ach so, Werbung. Seit 30 Jahren lebt Chico in der Dortmunder Nordstadt und hat überall seine Anlaufstellen. Wie im Café Royal und im Lottoladen ist er auch im Friseursalon Chichi seit Jahren ein gern gesehener Stammkunde. Oh! Chico ist da, jetzt kommt Geld in die Kasse, sehr schön. Dankeschön. Hallo. Wie geht's dir? Hallo. Na, willst du wieder den Spezialhaarschnitt haben heute für 2.500 Euro? Kein Problem. Der Chef schneidet persönlich heute. IP-Friseur. Wir machen das hier sogar, wenn der keine Haare hat, ja. Dann sofort machen wir. Und Leute, hör mal zu, er macht jetzt, aber sein Haar ist auch Perücke. Ich schwöre es dir. Das musst du nicht sagen, Gibson. Ja, muss ich sagen. So echt, hey, wir sagen nur Wahrheit. Okay. Okay? Okay. Aber hast du gut sieht schön aus, oder nicht? Ja. Ha? Guck mal, wie das aussieht. Max? Ist das ist wirklich eine ganz tolle Unterschied. Frise. Ja. Er wollte 20 Jahre jünger. Ja. Auch hier. Ist das ernst gemeint mit der Perücke? Oder war das nur ein Gag? Profitiert man mittlerweile vom neuen Reichtum des Lottokönigs. Das war nicht immer so. Hey, normalerweise, Bart schneiden, ne? Es kostet hier 10 Euro. 10 Euro nur Bart. Aber früher, ich habe ja nicht so viel Geld gehabt. Für mich hat der Freundschaftspreis gemacht, 5 Euro. manchmal habe ich sogar nicht bezahlt abgehauen. Ja. Ich habe getan, so, ob ich meine Jacke nehme und hinten. Ey, kannst du dir vorstellen, früher könnte ich nicht mal 5 Euro bezahlen. Was habe ich gesagt einmal, weißt du? Okay. Ja, er hat gesagt, guck mal, ab und zu, ich erlaube es dir, dass du abhauen kannst, aber ab und zu musst du bezahlen. Die Zeiten des Zechprellens sind vorbei. Und Chico zahlt großzügig zurück. 100 Euro. Früher habe ich 5 Euro bezahlt, aber heute muss ich 100 Euro schmeißen. Ja, das natürlich. Ja. Bitteschön. Das ist für euch alle, ne? Nicht nur. Nicht so bei mir. Wie? Kriegt nicht jeder 100 Euro?
Geizer als hier. Dass Chico spendabel ist, hat sich herumgesprochen. Ja, eben. Hier, Bruder. Warte, nicht du, Bruder. Ja? Er, Bruder, er kriegt er. Hier, bitteschön. Der Millionär wird von ein paar Männern aufgehalten, die Geld wollen. Wenn ich jeden Tag 10 Leute so Geld gebe, ich habe einen Monat keine Geld. Bruder, was für eine Operation ist für einen Million? Bruder, jeden Tag ich mache, jeden Tag. Jeden Tag. Hey, lass mich in Ruhe, Bruder. Ich muss gar nichts. Ja. Aber ich gebe von meinem Herz, Bruder. Ja, Bruder, muss ich hier 5 Euro geben? Bruder, lass mich in Ruhe, Bruder. Ja. Ich hab keinen, guck mal, der sagt noch 5 Euro. Ja, und was ist, wenn die den abends treffen, wenn er nicht die Kamera dabei ist, wenn nicht mit dem Betrieb auf der Straße ist und die treffen den alleine, dann lassen sie sich nicht abspeisen mit ich gebe euch kein Geld, Bruder, lasst mich in Ruhe, denn fliegen nämlich Fäuste. Das ist ja was ich vorhin schon gesagt habe. Der spielt doch mit seinem Leben. Das ist doch genau das. Du ziehst nämlich solche Leute nämlich am Ende an, die alle von dir was wollen und alle die Hand aufhalten. Oh. Das ist gefährlich. Ja. Alles Gute, Bruder, danke, ja? Ja, da. Okay. Was hast du? Ja, guck mal. Jetzt hat er, guck mal, sein Geld weggenommen von ihm. Siehst du? Mach das so eine. In den Straßen der Dortmunder Nordstadt herrscht das Recht des Stärkeren. Das hat Chico hier selbst jahrelang praktiziert. In Straße wirst du entweder gefressen oder du frisst. Du musst auch selber was drauf haben, dass keiner an dich drankommt und so, weißt du? Und wenn einer dir losgeht, dann musst du auch losgehen. Du darfst dich nicht so Kopf runter machen. Ja, und wenn sie zu fünft kommen oder was, dann kriegst du aufs Maul. So. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall stechen sie dich ab, oder was? Dortmund Nordstadt. Richtig. Und von Nordstadt würden wir auch nie gehen, oder? Chico Baba, keine Arbeit, auch ist nix. Wir waren von Deutscher was. Richtig. Jeder kennt mich hier. Ja, Bruder, bei dir? Yes, Junge. Oh. Dieser Mann ist ein sehr guter Freund von meinem Papa. Ich war sogar, ich war sogar in seinem Laden, habe ich ihm Kasse Geld mitgenommen. Ja, hör auf. Nein, aber so, Wahrheit ist Wahrheit. Egal. Wahrheit ist Wahrheit. Ich verstecke gar nichts. Ach, sein Name. Mich kennen alle. Mich kennen alle. Chico wurde 1980 in der Türkei geboren. Als er 12 war, zogen seine Eltern mit ihm und seinen beiden Brüdern nach Dortmund-Nordstadt. In diesem Haus habe ich das erste Mal, wo ich in Deutschland kam, wo ich den ersten Tag hier war, haben wir da genau da, wo dieser Balkon ist, rechte Seite, nicht ganz oben im Dach, sondern eine Etage unten. Da, hier haben wir fast 10 Jahre gewohnt. Das war meine erste Wohnung und das war früher hier ein Kiosk. Ne? Und auf einmal, ich bin gerade mal einen Tag hier, mein Vater sagt, geh, hol mal Zigarette. Und ich verstehe kein Deutsch. Sag Marlboro. Und ich bin hier runtergekommen, Marlboro, ne? Haben die mir gegeben. Ich kam hier hin, ohne Scheiß. Ich hätte kein Geld in der Tasche manchmal. Hier zum Beispiel, da ist auch eine Kollegin von mir. Ne? Wirklich, bin ich da hingegangen, habe ich mir da Geld geliehen. Ja. Irgendwann greift Chico zu Drogen und finanziert diese durch Diebstähle. Seine Eltern versuchen alles, können das Abrutschen ihres Sohnes aber nicht verhindern. Ich sag jetzt ehrlich, ohne meine Familie hätte mich jeder kaputtgeschlagen, oder? Richtig kaputt gewesen. Ja, das kann auch immer noch passieren, wie gesagt. Also es würde mich zumindest nicht wundern. Familie spielt riesengroße Rolle. Neulotto-Millionär Chico sieht seine Eltern jeden Tag. Und das hat einen einfachen Grund. Trotz seiner 10 Millionen wohnt der 42-Jährige noch zu Hause. Mit Papa und Mama auf 90 Quadratmetern. Ach Gott. Der bringt seine Eltern auch noch in Lebensgefahr. Ne? Wenn irgendwann wird die Wohnung gestürmt von irgendeiner Bande, die Geld haben wollen. Denn die armen Eltern, die müssen dann auch noch darunter leiden. Meine Mutter? Was die arme Frau für mich wegen mir durchgemacht hat, ey. Die Drogen- und Alkoholexzesse ihres Sohnes haben Hatice Yildirim jahrelang große Sorgen bereitet. Oh, die hat so viel erlitten, ey. Die hat so viel erlitten, diese Frau. 4 Tage nicht zu Hause oder 5 Tage nicht zu Hause. Immer
denken, 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 nicht schlafen, immer denken, gucken, Fenster warten, Fenster woher warten immer. Ja, schwer, sehr schwer. Tja, also ich meine, was haben Sie vorhin gesagt, als er 12 war, kamen Sie nach Deutschland oder was? Das wäre ja Anfang der 90er Jahre gewesen, ne, wenn er nach Jahrgang 80 ist. Also die Frau wohnt 30 Jahre in Deutschland und kann nichts weiter als irgendwie, ja, ich spreche einzelne Wörter, Deutsch. Das finde ich immer ganz furchtbar. Also das zeigt immer, dass diese Leute immer so in ihren eigenen türkischen Welten irgendwie leben, auch zum türkischen Friseur gehen, zum türkischen Zahnarzt, zum türkischen Gemüsehändler und sich gar nicht bemühen, hier irgendwie... Naja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich bin da immer, ich denke immer so, das kann doch nicht sein. Also wenn ich in einem Land lebe, auch dauerhaft leben will, ist doch das Erste, was ich will, dass ich die Sprache lerne. Also, naja, gut. Und Kushat, komm und dann stinken, immer stinken, ja, ja, ich weiß. Alkohol trinken, ja. Hepsini biliyordum ben. Niye sigara suchen? Das muss ich aufs Türkische umschwenken. Seine Mutter, ich bin Straße suchen. Und dann... Klar, wir haben ja auch hier sehr viele Telefonate bekommen. Dein Bruder war in dieser Kneipe, der war in dieser Kirche. Und dann war er immer, komm, Papa, hier 50 Euro entwendet, 100 Euro entwendet. Der hat mich angespuckt, der wollte Geld haben, der war voll verkokst. Gott soll euch helfen. Chico behauptet, er sei mittlerweile clean. Der Lottogewinn soll das alles verändert haben. Ich hoffe, dass er nicht rückfällig wird, ne? Das ist... Also momentan läuft das sehr, sehr gut. Wir wollen auch von seinem Geld nicht. Toi, toi, toi. Mein anderer Bruder arbeitet, ich arbeite. Wir haben Kinder, Familie. Sie kann leben, wie sie will. Sorry, ich habe das nur als Anmerkung oder als Verwunderung meinerseits zum Ausdruck gebracht. Wenn sie meint, dass sie so leben kann und in ihrer eigenen türkischen kleinen Welt da lebt, soll sie es tun, ja. Ich finde es halt nur eine komische Einstellung. Ich hoffe, dass er sein Leben im Griff hat. Ich zeige euch nur mal, wo ich schlafe. Ja? Kinderzimmer. Hier schlafe ich. Ja? Kinderzimmer? Ja, ich habe immer meine hier, so ab und zu mal hier. Ups, Alter. Ich habe ab und zu mal hier so voll so trainiert, weißt du? Früher hat der Platz im Zimmer locker für Chicos kompletten Besitz gereicht. Mittlerweile ist die ganze Wohnung zu klein. Guck mal, wie viele Jacken hier. Guck mal meine Klamotten. Guck mal hier. Guck mal, es ist, ich hab, und manche habe ich noch bei Yunus nach Hause gebracht. Hier, guck mal, Schrank. Alles ist voll, alles komplett voll. In dem Schrank verbergen sich noch circa 30. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich meine, wenn er so viel Geld hat, ist es nicht auch im Interesse der Eltern vielleicht, dass er, wenn er bei seinen Eltern weiter wohnen möchte, weil er mit denen, wenn er mit denen sich gut versteht, ist ja in Ordnung. Aber denn auch einfach eine Eigentumswohnung zu kaufen für sich und seine Eltern, eine richtig große, geile Wohnung in einer besseren Gegend. Warum will man denn unbedingt da in dieser Dortmunder Nordstadt wohnen bleiben? In diesem Moloch da? Also ich weiß nicht, finde ich ein bisschen komisch. Aber gut, jeder so wie er will, ne? Jeder so wie er meint. Luxus-Männerhandtaschen, Stückpreis bis zu 2000 Euro. Und eine stolze Sammlung an Designer-Luxus-Sonnenbrillen, die je bis zu 300 Euro teuer sind. Chico sagt, er habe in den letzten 3 Monaten allein für die Luxusartikel mehr als 100.000 Euro ausgegeben. Halbe Wohnung nur mit Klamotten. Und ihr habt noch gar nicht gesehen, ich habe so einen Bunker, hör mal, das ist, ich habe keinen Überblick mehr. Ein Bunker? Früher habe ich nicht gehabt, jetzt, Alter, ich habe nicht... 1 Million gewonnen, ich habe 10 Millionen. Jetzt kann ich mir auch ein bisschen was gönnen. Ja, so viele Dings habe ich hier, ne? T-Shirts. Da. Aber deine Mutter räumt dann immer alles weg für dich. Nein, ich mach das auch, ja. Aber ich mach das auch. Aber die kommt jeder Ecke raus, bevor ich schon was anpacke. Zurück in Chicos Schlafzimmer. Früher musste sich Chico das Kinderzimmer mit Yunus teilen. Eine Bett war hier und andere war da. Oder da. Wie war das? Sogar Dings, ne? So, ja, so klappt Dings, ne? Boah, mein Ohr. Und dann, mein Vater ist hier reingekommen. Ich schwöre es dir. Früher. Ich habe ja immer Scheiße gebaut, ne? Guck mal, Yunus war sitzt, er schläft da und ich da. Ich schwöre. Er kommt rein, Mama hat schon Frühstück gemacht. Er macht so. Yunus,
Yunus, steh auf, mein Sohn. Für euch ist es fertig. Okay, und jetzt bin ich dran. Er bei mir nicht so. So mit Fuß, ich schwöre. Stirb, du Arschloch. Ich schwöre dir so, Papa, ich bin auch dein Sohn. Warum denkst du dir so und mich so? Er so, du machst nur Scheiße, du Bastard. Was erzählt der da jetzt? Er soll nicht essen. Komm, Yunus. Boah, wie der mich hier wach gemacht hat. Morgens aufgestanden. Das würde ich sofort rausschneiden, wenn ich der Verantwortliche für die Reportage wäre. Also völlig sinnlos, dieses Gesappel da. So ein Gefrühstück, eine schreit da, eine sagt, wo ist mein Ding? Er sagt, wer hat mein Parfüm benutzt? Ja. Er sagt, warum habt ihr meinen Zahnpasta? Das war eine sehr schöne Zeit. Ja. Yunus, ja. Weißt du noch alte Zeiten? Boah, guck mal da mal. Hier bin ich 20. Fotos aus glücklichen Kindertagen. Ja, und? Meine erste Auto, immer noch, guck mal, Kennzeichen, DOQ 5002. Guck mal, wie stabil ich da war, Alter. Es waren wirklich sehr, sehr schöne Zeiten. Ich muss beten. Ich habe wirklich eine Zeit vergessen, wie die Vögel singen. Ich war gar nicht mehr da, ich war gar nicht in dieser Welt. Und ich habe gesagt, bitte Gott, hilf mir. Wirklich, das ging stundenlang. Ich habe nur geweint und gebetet. Ich fühle so, dass der liebe Gott neben mir ist und mit mir redet, sagt er, guck mal. Also Allah hat ihm 10 Millionen beschert, meint er, oder was? Ich habe dir jetzt was geschenkt. Ich krieg Gänsehaut, ey, ich schwöre es, ich krieg Gänsehaut. Am Abend ist Chico mit Ibrahim verabredet, einem ehemaligen Flüchtling aus Syrien. Weißt du, wie wir uns kennengelernt haben? 3-4 Tage nicht geschlafen und er hat in einem Kiosk gearbeitet. Ich gehe, er sagt zu mir, alles in Ordnung. Ich sag, ja, ich brauche was zum Trinken, aber ich habe kein Geld. Weißt du, was er mir sagt? Er kennt mich gar nicht. Er sagt, da war Tisch und Stuhl vor dem Kiosk. Setz dich, das kann ich nie vergessen. Ich schwöre, ob das gerade passiert ist. Er so, was willst du trinken? Er hat mir Wasser gebracht. Wir haben das 2 Stunden gesessen. Nee, Ivo. 2 Stunden. Er hat mir noch 20, 30 Euro in die Tasche gepackt. Und wo ich gehört habe, jetzt 11 Jahre hat er seine Familie nicht gesehen. 11 Jahre. Ich krieg Gänsehaut. Habe ich ihn sofort zum Reisebüro mitgenommen, habe ich ihm ein Ticket gekauft. Ivo, das ist von mir für dich, deine Taschengeld. Kauf für deine Eltern was, deine Geschwister was. Danke schön. Und komm gesund wieder, okay? Und ruf mich, wenn du wieder da bist. Okay? Mach ich mal wieder. Ja, siehst du, Allah ist so groß. Ja, mein Bruder, ich liebe. Und plötzlich kommen bei Chico die Erinnerungen an seine eigenen harten Zeiten hoch. Ach Gottchen. Ist jetzt gar nicht für die Kamera, ne? Wünsche dir alles Gute, Ivo. Komm. Naja, ihm wird vielleicht irgendwann auch mal klar zwischendurch, dass er die Leute sich für ihn eigentlich gar nicht interessieren, sondern nur für sein Geld. Ne? Das ist ja der Punkt. Ne? Der ist überall jetzt gut Freund mit den Leuten, weil sie ein bisschen Kohle von ihm abziehen können und abgreifen können. Und deswegen sind sie alle freundlich zu ihm. Ja, das ist, wenn das dann die Erkenntnis irgendwann kommt, das ist natürlich eine bittere Erkenntnis, ist klar, ne? Komm gesund wieder, ruf mich da an, wenn du da bist, okay? Schöne Grüße an deine Familie, okay? Der nächste Morgen. Diese Spielhalle in der Dortmunder Nordstadt ist ein Ort, an dem Chico vor nicht allzu langer Zeit. Oh, da ist er auch gern gesehen. Hallo! Das Casino gehört seinem Bruder Yunus. Hier ist Chico immer nur dann aufgetaucht, wenn er komplett zugedröhnt war. Ich habe Drogen genommen, letzte 6 Jahre, extrem. Was hast du denn für Drogen konsumiert? Kokain. Außer Kokain, ich habe nichts konsumiert. Ich kann mit Drogen und Alkohol immer 3 Tage, 4 Tage kann ich nur Stop spielen. Hier in der Spielhalle seines Bruders hatte Chico Spielverbot. Aber eben nur hier. Manche Spielhallen,
die wissen, dass du Drogen nimmst, aber die sagen, scheißegal, die wollen ja nur dein Geld haben. Egal, was du da machst. Ja, eben. Gute Werbung. Ja, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter, dass wir nur andauernd sehen, geht er zum nächsten Laden und hallo und die wieder Freunde und oder passiert noch irgendwas Spannendes? Keine Ahnung. Wir haben ihm immer gesagt, guck mal, du musst erstmal akzeptieren, dass du ein Drogensüchtiger bist. Du musst das erkennen, dass das eine Krankheit ist. Dass du in dieser falschen Bahn Sucht, du musst dich behandeln lassen. Er hat das nie akzeptiert. Er sagt, nein, ich bin kein Junkie, ich bin das nicht. Er kann nicht abschalten. Er muss bis zu Ende gehen. Bis Ende. Alles oder nichts. Ich war wirklich eine Zeit so weit, ich wollte mich selber umbringen. Ohne Scheiß, ich habe keinen Bock mehr. Drogensucht, Alkoholsucht, Spielsucht. In Hochzeiten hat Chico am Tag bis zu 1000 Euro ausgegeben. Und die hat er sich auch hier besorgt, bei seinem eigenen Bruder. Ich bin reingekommen, weißt du? Auf. Weißt du? Guck mal, ich habe dieses Geld nicht so weggenommen, weißt du, weil ich keine Zeit gehabt habe. Hier fehlt ja auch noch. Hier. Guck mal. Ja, ich habe immer, weißt du, so komplett mit Dings, habe ich alles in Tasche. Alles, was hier war. Ich habe alles in die Tasche reingesteckt. Und hier auch. Hier. Dann habe ich das hier genommen und unten habe ich aufgemacht. Ich wusste ja, wo das ist. Ne? Einmal hier auf. Und das sind diese Gelds hier, weißt du? Hat er ihn beklaut oder was? Für die Spielhalle. Manchmal habe ich Glück gehabt, viel Geld. Einfach genommen und abgehauen. Einfach weg. Die Mitarbeiter haben die Schlüssel manchmal sogar in die Kaffeeschublade versteckt. Ich habe gesagt, mein Bruder ist unterwegs wieder. Gib den kein Geld, ruf mich sofort an, damit die ihn nach Hause bringen. Und ich habe gesagt, versteckt die Schlüssel. Die Schlüssel haben sich hier, da haben das hier versteckt. Da ist er reingekommen, einmal hat er auch nicht gefunden. Ne? Aber am meisten. Ich habe überall gesucht, nicht gefunden, Alter. Dann wollte ich hier kaputt machen, Alter. Ja. Guck mal hier, wie das aussieht. Naja, das ist ja, Bruder beklaut. Das ist ja für den Bruder, es ist ja immer eine Größe von dem Bruder, dass er noch denn. Wahrscheinlich hat er ihm jetzt ein bisschen was zurückgegeben von seinem Lottogewinn. Ne? Deswegen ist er wieder gut auf Bruder mit ihm. War wahrscheinlich mal anders zwischendurch. Hat ist nicht nur einmal vorgekommen. Und auch andere hat er bestohlen, um seine Kokainsucht zu finanzieren. Wegen Diebstählen und Körperverletzungen landet er letztlich in der JVA in Dortmund. Boah, das war Zeiten, Alter. Insgesamt über 2 Jahre hat er eingesessen, obwohl Chico nicht von Fremden angezeigt worden ist. Seine eigene Familie hat dafür gesorgt, dass er im Knast landet. Oh. Wir haben ja mehrmals Polizei gerufen, mehrmals Anzeige gemacht, weil wir hatten keine Hoffnung mehr. Wir wussten nicht mehr, wohin damit. Also er hat immer mehr Drogen konsumiert, immer schlimmer. Treibende Kraft ist Chicos Vater Ahmed. Sein Sohn geht vor seinen Augen kaputt. Wenigstens wissen wir, wo der ist im Knast. Ihm kann nichts passieren im Knast. Okay, der leidet gerade. Aber er hat die beste Lösung, ohne Scheiße. Er hatte keine andere Wahl. In der Zelle 4609 hat Chico gesessen, unter anderem. Boah, ich kann dir meine Gefühle gar nicht schreiben, ey. Wie oft war ich in dieser Knast, ey? 8-9 Mal, rein, raus, ein, raus. Ja, rein, raus. Guck mal, weißt du, wo du hier gestanden hast, Sinus? Ja. Damals, voilà, wo mein Papa Besuch kam, ich hab ihm gesagt, sag den Yunus, der soll hier Lübecker Straße, weil ich den Nummer von Hausnummer kann ich ja sehen, 24B. Ja. Was hat er denn gesagt, Ibu? Der hat mir gesagt, so ist hinter Gefängnis, Lübecker Straße, 24B, da kannst du zweimal pfeifen, da kommt er raus. Da habe ich es auch gemacht, da ist er rausgekommen, also vom Fenster. Was heißt kommen, weißt du, der sieht mich nicht, wenn du guckst, ob der jemand... Ein bisschen könnte man sehen. Und wir könnten uns sehr gut verstehen. Da hat er gesagt, geh zu Anwalt oder bringe Zigaretten. Wann komme ich raus, was macht Mama, was macht... Grüß mal Mama. Nie wieder. Boah, ich kann das nicht glauben. Ey, jetzt stehe ich mit meinem Porsche hier. Ich bin Multimillionär. Draußen vor 2 Jahren, anderthalb, 2 Jahren war ich noch hier drin. Boah, Allah, danke schön. Chicos neues Leben als Lottomillionär können nicht alle seine Freunde mit ihm teilen. Jetzt gehen die paar Fenstern auch. Oh, ha Murat, ha Seval, bist du wieder drin?
Nee, ich bin nur so freiwillig hier, um hier zu putzen. Bist du wieder drin, ne? Gut, Bruder, bei dir? Wie lange hast du noch? Okay, du schaffst das schon. Mein Gott, was für kriminelle Subjekte. Menschenskinder. Ja, also, gut, was das mit seiner Familie, das ganze Verhältnis angeht, hat sich ja durch die Millionen offenbar gebessert, weil er die damit auch unterstützen kann finanziell. Ist ja auch gut, aber ansonsten weiß ich nicht genau, ob ich ihm diesen Lotto-Gewinn wirklich gönnen soll. Also so einem Halunken-Typen, keine Ahnung. Also da, glaube ich, gibt es andere Menschen vielleicht, die hätten das Geld eher verdient als er. Naja, so ist es halt. Ich möchte auch 10 Millionen gewinnen. Mann. Bruder, ich darf nicht so viel reden. Ne? Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Bruder, du auch. Murat, ich habe ihn erkannt. Ich war ja schon mal mit ihm da drinnen, wo ich damals war, der war wieder drinnen. Der geht immer rein und raus. Hey, grüß mal die Beamtin von mir. Okay, ciao. Grüß mal die Beamten von mir. Ach, das ist ja so traurig. Die werden sich freuen. Ich schwör's. Was meint ihr, wenn der irgendwie jetzt doch mal, er kann auch mal sein, dass er besoffen ist in seinem Rausch, in seinem Geldrausch und dann doch mal irgendwie wieder Scheiße baut und dann kommt er auch wieder in den Knast. Na, dann hat er wohl, glaube ich, nichts mehr zu lachen, wenn er da im Knast ist mit seinen ganzen Knastbrüdern. Alter, du bist doch hier der Multimillionär, Alter. Hier, komm mal hier. Heb mal die Seife auf, du Bückstück hier unter der Dusche oder sowas. Dann wird er viel Spaß haben. Dezember 2022. Für Lotto-Millionär Kürşat Yildirim beginnt ein ganz besonderer Tag. Der gebürtige Türke aus dem sozialen Brennpunkt Dortmund-Nordstadt ist einer der Menschen 2022. Am Abend steht ein TV-Auftritt an. RTL lädt ein zum großen Jahresrückblick. Menschen, ja, Bilder, das haben wir Emotionen schon gesehen. Mit Thomas Gottschalk. Oh mein Gott, im Live-Kommentar. Ich bin so aufgeregt. Das kann ich dir nicht beschreiben. Immer, ich würde den Thomas Gottschalk kennenlernen. Ein toller Mensch, so eine Respektperson. Immer, das gibt's gar nicht. Und den Herr Gottschalk, immer, seitdem ich Kind bin, ne, er war immer im Fernsehen, deren Sendungen bin ich groß geworden. So mit seinem Werbung da, Haribo macht die Kinder froh und so. Weißt du, was für ein Ehre für mich ist, solche Menschen kennenzulernen? Die Ehrfurcht ist groß, die Vorfreude riesig. Okay, also in Wahrheit ist Thomas Gottschalk mit seinen Fernsehsendungen schuld, dass er kriminell wurde. Ne? Nicht Ballerspiele oder irgendwie sowas, sondern das Fernsehen hat das beeinflusst. So ist es nämlich. Boah, dieses Lied macht mich Wahnsinn. Das ist mein Lieblingslied. Boah, meine Güte. Das ist nicht fast da drin. Benden selam söyleyin, tüm aşklarıma. Auf einen Gast freut sich der 42-jährige Junggeselle besonders. Auf Sarah Connor. Das muss ich wirklich sagen. Die kam ja nicht. Sarah Connor ist so. Die hat ja abgesagt. Die ist auch wunderschön, immer. Die wäre was, immer, die ist wirklich eine Traumfrau von mir. Die ist wirklich eine Traumfrau. Hey, gut, bei dir. Alles gut bei dir. Dankeschön. Lass mich fahren. Wann du möchtest. Den Lottogewinner mit dem Ferrari kennt nahezu jeder. Sein Image des verschwenderischen Multimillionärs auch. Ich gehe mit diesem Ziel, dass die Leute mich so richtig kennenlernen. Ne? Dass die nicht sehen, so, hat Ferrari, Porsche, das, er zeigt sich überall. Nein, ich möchte auch ein bisschen erzählen, wer ich bin. Hallo, hier. Hi. Wir können gerne hier um die Ecke, dann rechts, wenn man das Auto parkt. Alles klar, okay. Chico wird schon erwartet. Vor seinem Auftritt gibt es eine kurze Besprechung mit dem Moderator der Sendung, Thomas Gottschalk. Boah, weißt du, was das heißt? Thomas Gottschalk kommt jetzt. Das ist doch unmöglich. Ah, da ist er. Oh mein Gott. Hallo, Thomas Gottschalk.
Ja, servus. Es gibt mir gut und dir? Oh, sehr gut. Ja, hier bei dem Fernsehen, das ist ja besser als ein Lottogewinn. Ne? Ja. Pass mal auf. Also, ich habe gerade wieder das Programm eigenwillig geändert, weil ich es besser finde, wenn ich den Opener alleine mache und du nach der Matz neben mir sitzt. Und dann unser Gespräch. Ja, gerne. Verstehst du? Es ist Blödsinn. Der Plan war jetzt, du sitzt neben mir, dann sitze ich alleine da und dann bist du wieder da. Ja. Da verschwindest du so wie durch Zauber. Ich mache alles, was ich will. Vor knapp 3 Monaten war Chico noch völlig unbekannt. Dank seines unkonventionellen Umgangs mit seinem Lottogewinn ist er plötzlich Gast in einer der bekanntesten unkonventionell, so kann man es auch nennen, ja. TV-Shows Deutschlands. Eigene Garderobe und reichlich Lampenfieber. Fängt an, ne? Oh, Herzrasen. Ey, scheiße, ich habe auch meine Herztabletten vergessen. Nicht, dass ich da umfalle. Ja. Gut, warte. 10 Millionen auf dem Konto, aber keine Herztabletten. So endet es dann nämlich. Nachdem der Günther dieses Päckchen hier 25 Jahre getragen hat. Ach, mit dem Kupferwerk. Ich komme mich gut an. Eigentlich, ja. Ich gehöre nicht hier. Ich habe nicht studiert. Ich habe nicht diese Schule besucht. Ich bin kein Politiker. Ich bin kein Sportler. Aber ich bin gerade hier. Um 21.30 Uhr geht's los. Zur besten Sendezeit. Ab geht's! Herr Gottschalk, ich komme. So, jetzt bitte direkt verkabeln. Vorher im Knast. Ja, genau. Da wird man auch verkabeln. Es tut mir leid. Anders. Mit seinem Ferrari und Thomas Gottschalk auf dem Beifahrersitz fährt Chico in die Live-Show. Zum ersten Mal tritt der Lottokönig vor einem Millionenpublikum auf. Kalt das Ding. Darf man sich da draufsetzen oder macht man da eine Delle? Sitzen Sie ruhig. Passiert nichts. Wenn was passiert, kaufe ich neue. Na klar. Was einem die Lotto-Leute sagen, wenn da einer 10 Millionen abräumt, erzähl bloß keinem was davon. Du hast dich überhaupt nicht dran gehalten. Du hast allen was erzählt. Und ich wollte meinen Namen wieder gerade biegen. Deswegen, einer der größten Gründe ist, ich wollte öffentlich machen. Ich wollte zeigen, dass doch einer aus Nordstadt kommt und Knast gesessen hat, Drogenprobleme gehabt hat, dass er doch was schaffen kann. Sarah Connor findet es gut, oder? Was hat er denn geschafft? Er hat zufällig im Lotto gewonnen. Ja, gut, Glück gehabt. Aber er hat damit Schaffen nichts zu tun. Wenn der Lottogewinn nicht gewesen wäre, hätte er gar nichts geschafft. Dann würde er jetzt wahrscheinlich wieder im Knast sitzen. Also, es ist... Ja, das ist echt ein großes Vorbild für uns. Spielt alle Lotto-Leute und gewinnt alle 10 Millionen. Das ist ganz einfach. Dann habt ihr eure Probleme, dann werdet ihr auch nicht mehr kriminell. Ich schwör, Alter. Aber wie, das wäre meine Traumfrau. Na ja. Sarah, hallo, hörst du mich? Ich habe gerade deinen Traummann gefunden. Hallo, ihr Süßen. Wie geht's dir denn? Du hast Grippe im Moment, gell? Das ist auf jeden Fall eine krasse Erkältung. Tut mir echt leid, dass ich da sein kann. Sarah, guckst du? Hallo, Sarah. Hi, Chico. Ich bin sehr traurig, dass du heute nicht hier bist. Ja, ich auch. Ja, ich muss mich jetzt auskurieren. Ich wollte dich wirklich in Kaffee einladen. Ach, komm. Wirklich? Ja, dann freundschaftlich, ne? Okay. Ist da. Das war's dann, Sarah. Also, wir müssen auf dich verzichten. Das nächste Mal bist du da, schwör's. Wenn sie da ist, wird er wieder dabei sein. Ja, kommt er. Ja. Ja, Chico kommt wieder. Chico, kommst du zum Konzert? Ja. Ich fand das schade, dass sie nicht da ist. Wirklich, ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Ja. Da hat sie ja Glück gehabt, möchte ich mal sagen, dass sie krank war. Sich da draufsetzt oder macht man da eine Delle? Sitzen Sie ruhig. Passiert nichts. Wenn was passiert, kaufe ich neue. Na klar. Boah, geil. Einfach geil. Einfach geil. Ich hab geschafft, die Leute zum Lachen zu bringen. Ich wollte die noch mehr zum Lachen bringen, aber leider, die Zeit hat das nicht gereicht. Ich dachte, nachdem wir fertig waren, setzen wir uns noch, unterhalten wir noch ein bisschen. Aber egal. Ein Märchen war das. Ein traumhafter Traum. Alle meine Träume gehen gerade in Erfüllung. Außer Sarah. Nein, Spaß, alles gut. War schön. War wunderschön. Als Erinnerung. Tschüss. Kurz vor Weihnachten. Ein altes Parkhaus in der Nordstadt. Darin befindet sich der Verein Streetwork Dortmund, der sich um obdachlose Jugendliche kümmert.
Auch Chico war hier früher häufiger Gast. Heute finanziert der Multimillionär eine vorweihnachtliche Spendenaktion des Vereins. Grüßt euch. Na, immerhin das. Auch die Dortmunder Presse ist da. Ich bin Dortmunder. Ein sehr stolzer Dortmunder. Und der liebe Gott hat mir gegeben. Und jetzt gebe ich auch weiter ein bisschen die Leute, die in Nord sind. Ich freue mich auch sehr, wenn ich solche Leute ein bisschen Freude schenken kann. Super. Eine Sekunde. Moment. Da ist der Dortmunder Straßenstrich. Das ist der Dietmar. Wie geht's dir, Dietmar? Super. Alles gut? Lass mich her. Ja, ich freue mich. Na, du strichst auf jeden Fall. Ja, Dietmar geht's jetzt gut. Na klar, Chico ist ja da. Die Brieftasche wird aufgemacht. Naja, ist ja anzuerkennen, wenn er solche Hilfsprojekte und so unterstützt. Das finde ich ja alles super. Also, dass er so sozial eingestellt ist, das spricht ja durchaus für ihn. Ne? Das sollte man ja auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber naja, wie gesagt, das kann man auch mit leiseren Tönen machen. Das muss man nicht so laut machen. Ne? Nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, das ist nie so gut. Den Bart jetzt, ne? Dietmar. Hör mal, der hat immer für mich so Bewerbungen geschrieben. Lebenslauf, ja, gemeinsam. Egal welche Papierkram oder was, der hat mir immer geholfen, wirklich jetzt. Ich habe ihn angerufen, er hat Zeit für mich genommen. Ne? Und jetzt habe ich Zeit für ihn genommen und in Zukunft würde ich immer wieder für ihn da sein. Und der ist wirklich ein ganz toller Mensch. Das ist sehr nett. Er war immer höflich und pünktlich. Ja. Also wenn wir Termine gemacht haben, war er immer da. Immer da. Manchmal war es ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie hat er sich mal einen Mustang geliehen und ist dann mit dir vor die Einrichtung gefahren. Und dementsprechend war das schon sehr, sehr komisch, weil es nicht so passte. Ne? Dietmar Fiedler ist Angestellter der Stadt Dortmund und Leiter der Einrichtung. Dietmar hat die Werbung fertig gemacht, ich mit meinen Sachen hier. Ne, Dietmar? Boah, wie oft hier mit dir hier saß, ne? Sehr oft, ja. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Länger, richtig. Also, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall über 10 Jahre. Ich habe immer wieder ihn angerufen. Guck mal, da hat er schon aufgemacht. Zum Schluss, wo ich da eingestellt wurde bei Deutsche Edelstahlwerke. Ne? Und da war ich ein Jahr. Chico hat zuletzt als Kranführer gearbeitet. Immerhin. Ich kann Bagger, Bieger, Räume, alles kann ich fahren. Ich kann gießen. Den Job hat er schnell nach seinem Lottogewinn aufgegeben. Der liebe Gott hat mir das zweite Leben geschenkt. Und ich weiß, dass ich diese Chance nie wieder kriegen würde. Deswegen, ich muss jeden Schritt aufpassen. Ich bin mir bewusst. Aber glaubt mir mal, dass man Glück schätzen kann, muss man ein bisschen auch Unglück im Leben gehabt haben. Das ist so. Ohne Scheiß, das ist wirklich so. Ja. Da ist eine Dame, die ist aber richtig kaputt, richtig. Die kam letztens zu mir und sagte, Chico, gibst du mir mal 10 Euro? Ich habe gesagt, okay, ich würde dir nicht 10 Euro geben, 30 Euro geben, aber ich habe auch einen Wunsch. Die so, was denn? Ich möchte dich einmal umarmen. Die so, wie? Du machst doch Scherze, du willst mich umarmen? Ich bin noch am Stinken, ich habe fast 3 Monate nicht geduscht, sagt sie. Würdest du dich nicht ekeln oder so? Ich sag, nein. Die so, du machst was Scherz. Ich sag, doch. Hier hast du 30 Euro und ich möchte dich einmal umarmen. Dietmar, ich habe sie umarmt. Weißt du, wie die geweint hat? Ja, Mensch. Da rieselt mir der Kalk aus der Hose bei der Geschichte. Holger liest den Chat nicht. Ich lese den Chat durchaus. Ich muss aber nicht zu jedem Quatsch Stellung nehmen, den ihr da schreibt. Ja, das sind schon besondere Momente. Der hat ein sehr, sehr großes Herz. Und muss halt eher lernen, auch mal ein bisschen an sich zu denken. Oh, der hat mir gesagt, mich hat 30 Jahre keine Oma hat. Weißt du, was das heißt, Dietmar? Das ist wirklich... Ja, er ist ein guter Mensch. Ja, und bevor er die Millionen nicht hatte, war das da auch schon? Ja, da hat er im Knast gesessen, wegen Körperverletzung und was weiß ich, was er alles angestellt hat. Ne? Also, ja klar, so ein großes Vermögen, wenn man das plötzlich hat, das kann natürlich vieles übertünchen, ne? Weil er ist ja nicht mehr darauf angewiesen, sozusagen, sich Geld zu beschaffen. Das Geld ist jetzt da, ja klar. Aber das beeindruckt mich jetzt nicht wirklich, weil er hat einfach Glück gehabt mit seinen Lottomillionen. Sehr traurig.
und ich fahre mit Ferrari, mit Porsche, ich habe Uhren, Geld, aber diese Menschen so, ne, ich kann die nicht beschreiben, weil ich fühle mit, weil ich habe selber in diesem Zustand gewesen, ich erkenne das. Außer Chico gibt es vermutlich nur wenige Multimillionäre, die sich in die Situation von Obdachlosen hineinversetzen können. Was kommt da rein? Eine davon? Einer davon, genau. Okay. Dann haben wir hier... Eine davon? Davon, da kannst du ruhig ein paar mehr von reinpacken. Ja, ein paar Schokoladen, so drei, genau. Vier Stück. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine Decke reinpacken. Ja, eine Decke reinpacken. Ne? Für über 5.000 Euro hat Chico Sachen kaufen lassen, vor allem Winterkleidung gegen die Kälte. Die Schuhe sind auch schön für Winter, ne? Ja, das ist ja auch nett. Also schöne Schuhe geholt. Ja, schön warm. Schön warm. Und da drin. Das finde ich auch gut, dass er das macht. Also da, um das klar zu sagen. Also da, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Das, ja, das sind ja auch Menschen. Die waren ja nicht immer so. Die waren ja nie obdachlos. Die haben ja auch ein Reichtum verpflichtet. Hat man früher schon gesagt. Die sind ja auch zur Schule gegangen oder so. Aber leider, in diese Welt ist bei manchen unfair und bei manchen rutschen rein. Und dann kommt man nicht mehr raus. Seit 3 Monaten führt Lottokönig Chico ein Leben auf der Überholspur. Damit das so bleibt, hat er heute einen Termin bei einem Finanzexperten, der Multimillionär Zukunftstipps geben soll. Ich erwarte nicht so etwas Großartiges von ihm, weil ich weiß ja alles. Ich mache ja jeden Tag Rechnungen. Klar, ne, ich sag, was habe ich mit dem Geld gemacht? Wo ist das hingegangen? Ne? Ich denke jeden Tag, seitdem ich Lotto gewonnen habe, wie kann ich mein Geld investieren? Ja, er investiert es ja nicht, sondern er verprasst es. Also das Geld wird ja immer weniger. Also meine, ja gut, investieren ist ja nicht schlecht. Naja, da könnten noch die falschen Berater um die Ecke kommen. Ne? Wer weiß, wo er dann investiert am Ende. Der ist ja ein bisschen naiv, das ist ja nicht zu übersehen. Ne? Was Chico nicht weiß... Der Finanzexperte wird einen Kassensturz machen, um herauszufinden, wie viel von den 10 Millionen Euro überhaupt noch da ist. Ja, eben. Hallöchen. Schönen guten Tag, kommen Sie rein. Chico. Der Lotto-Millionär. Der Lotto-Millionär. Ja, Sie sind Grieche? Ich bin Grieche. Und Sie? Ja, Türke. Cool. Sie sind der Nachbar. Komm schon. Cool. Komm, sehr schön. Komm, gehen wir rein, Chico. Das ist dein Büro hier? Ja, bitte. Okay. Nimm Platz, nimm Platz. Jo, danke schön. Ja, freut mich, dass Sie mich besuchen hier. Ja. Chico, was mich interessiert, ist natürlich 10 Millionen gewonnen. Richtig. Und es wäre super, wenn wir auf der Tafel, aber nur das, was du sagen möchtest. Okay. Für was hast du Geld ausgegeben? Nicht jetzt alles? Ja. Und was ist über? Und ich würde das gerne einfach mal bildlich aufnehmen, wenn das okay ist. Ist okay. Okay, komm. Fang an. Ich habe mir fast 750.000 Euro den Ferrari gekauft. Was für ein Ferrari hast du denn gekauft? Na, ich habe einen 488 Pista, so ein 488 Pista. 750.000. Das ist keine normale Ferrari. Ein Pista für 750.000 Euro kannst du jetzt auf den Tag direkt weiterverkaufen. Ich weiß. Ohne Problem. Deswegen habe ich ja auch. Das heißt für mich direkt, guck mal hier, fetter Smiley. Mhm. Ja? Sehr gute Entscheidung. Dann habe ich mir mal fast... Es sei denn, der fährt das Ding zu Schrott, ne? Kann ja auch passieren. Oder einer macht ihm einen fetten Kratzer rein oder setzt das Ding in Brand nachts in der Dortmunder Nordstadt oder was auch immer. Gibt ja auch Neider, ne? Da kann ja viel passieren. 300.000 Euro und steht hier vor die Tür. Porsche Turbo S2 habe ich mir geholt. Das ist für meinen Alltag. Alltagsauto. Jawohl. Dann habe ich mir mal Wert von fast 500.000 Euro Schmuck, Uhren gekauft. Uhren? Willst du verraten, was? Ja, Rolex, Audemars Piguet und so, also fast 100.000 Euro. Ich habe auch Dings gekauft, wie heißt das? Diamant. 500.000 Euro. Schmuck. Schmuck. Für Schmuck. Auf jeden Fall diese, Schmuck. Guck mal, eine habe ich hier in Arm. Zeig mal. Wow. Ja. Wir haben gerade Inflation. Hm. Nicht wenig. Ich weiß. Und das ist Geld, was du in Sachwerte investiert hast? Da verliere ich von diesen drei Dingen
Ganz toll. 100% kann ich dir dazu stimmen. Ich weiß. Da weiß ich auch. Wir haben Inflation gerade im Monat im Schnitt 8-10%. Man muss sich das mal vorstellen. Bei der Inflation, wenn du Geld nur liegen lassen würdest, dann hast du nach 9 Jahren die Hälfte des Geldes verloren. Hast du noch was gemacht? Was du erzählen möchtest? Ja, nein, ich habe klar, ein oder andere. Familie ist die wichtigste in diesem Leben. Ne? Ich habe denen so ein bisschen was gegeben und die würden mir das wieder alles zurückzahlen. Okay, sagen wir es mal so, ja, da steuerlich ein Darlehen. Jawohl, Darlehen habe ich gemacht, Darlehen. Richtig. Bruder Yunus hat ja einen Ferrari finanziert, seinem Vater einen Mercedes gekauft. Und dann sind da noch jede Menge Altlasten. Klar, ich habe Handschulden gehabt. Wieso als Darlehen? Der will von seiner Familie das Geld zurückhaben, was er ihnen jetzt gegeben hat, oder was? Oder wie? Okay. Ich habe auch... Handschulden? Was sind Handschulden? Ich habe von sehr guten Freunden, von Bekannten, von Familie, ich habe überall Geld geliehen. Wenn ich von den 3.500 Euro genommen habe, Schulden gehabt habe, ich bin zurückgekommen, ich habe gesagt, guck mal, du warst immer in meine schlechten Zeiten da. Hier hast du 5.000. Sehr cool. Ich habe ja auch jetzt ein bisschen falsch gemacht. Ich habe ja auch viele Leute auch ein bisschen Geld geliehen und so. Aber das ist auch nicht gut. Aber ich habe ja auch noch die Leute Geld geliehen, die mir auch früher geliehen haben. Ne? Muss ich auch mal machen. Wenn er jetzt, sagen wir mal, weitermachen würde wie bislang, hat er auch seine Vorgeschichte erzählt. Er kennt viele Leute oder anders gesagt, viele Leute kennen ihn. Und viele Leute denken vielleicht jetzt, er hat was zu verschenken und machen einen so auf Bro, ja, auf Bruder oder so. Ne? Und deswegen muss er sich davor absolut schützen und muss jetzt seine Struktur haben. Ich habe jetzt 6 Millionen Euro nur zur Seite gepackt, nur zum Immobilien. Chico besitzt also noch mindestens 6 Millionen Euro. Wie viel? Dann ist er ja doch noch ein bisschen klüger, als wir alle dachten. Wenn er wenigstens das Geld sicher anlegt, dann ist er gut. Wie viel er in den letzten 3 Monaten tatsächlich ausgegeben hat, verrät er dem Finanzexperten nicht. Aber auch mit 6 Millionen lässt sich arbeiten. Immobilien GmbH, super wichtig. Investieren auch in gewisse konservative Aktien, ja, super spannend. Und Social Media Kanal. Das ist sehr, und das sehr in einer Holdingstruktur. Ja. Social Media Kanal? Super interessant. Ja. In einer Holding kontrolliert ein Mutterunternehmen mehrere Tochterfirmen. So entstehen Steuervorteile. Das bedeutet aber, Chico muss selbst Unternehmen gründen. Ich war Stahlarbeiter, ich bin wirklich ein Malocher. Ja. Ne, ich hab, und dann, aber mit Immobilien oder selbstständig oder mit Papierkram, davon habe ich keine Ahnung. Ich kenne sowas nicht. Reich sein ist einfach, reich bleiben offensichtlich nicht. Die Aussichten für Chico scheinen dennoch erstaunlich rosig. Chico ist ja jemand, der hat sich ja als Marke positioniert, ganz bewusst. Und damit kann er Geld verdienen. Damit kann er richtig Geld verdienen, sein Einkommen wirklich jetzt selber generieren. Das heißt, er kann, wenn er will, aus 10 Millionen 20 Millionen machen. Das ist nach 3 Monaten. Ja, als Marke. Ich weiß nicht, als Marke. Also hat der Typ jetzt auf Dauer wirklich so einen Unterhaltungswert, dass er quasi so eine Art Lotto-Millionär-Influencer werden kann oder was? Das ist zwar jetzt mal eine Zeit lang ganz, ganz witzig und der wird einmal durchgereicht durch die Medien, aber ich glaube, SternTV klopft erst wieder an, wenn er kein Geld mehr hat, wenn er eine arme Kirchenmaus ist. Dann kommt SternTV wieder um die Ecke und sagt, pass mal auf, jetzt machen wir nochmal eine Dokumentation mit dir, wo dein Geld weg ist. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Erstmal, dass ich einen Finanzberater kennengelernt habe und ich bin auch sehr glücklich, dass ich überhaupt heute hierhin gekommen bin. Klar, ich möchte investieren, dass ich jeden Monat Einkommen habe. Jetzt kommt der Neid bei Holger. Naja, natürlich, ich hätte auch gern 10 Millionen. Also das gebe ich offen zu. Also ein bisschen neidisch bin ich schon. Weil ich mir auch so überlege, wie würde ich damit umgehen mit dem Ganzen. Jedenfalls nicht so wie er. Ich habe ja kein Einkommen. Ne? Ich nehme ja immer weg, immer weg, immer weg. Aber jetzt habe ich auch mein Limit, glaube ich, schon erreicht. Und jetzt möchte ich nur noch investieren. Hat mich sehr gefreut. Hör mal, mich hat noch mehr gefreut. Ich wollte gerade noch sagen, ich will einen rauchen. Hör mal, ich bin so glücklich, dass ich heute hingekommen bin und dich kennengelernt habe. Super netter Mann. Du bist auch ein ganz toller Mensch. Ohne Erwartungen gekommen, mit Zukunftsplänen nach Hause. Der Termin, ein voller Erfolg. Düsseldorf, Königsallee. Wo die Reichen shoppen, mischt jetzt auch Lottokönig Chico mit. Ach so.
eben wollte er sein Geld jetzt endlich mal investieren. Jetzt wird schon wieder großes Shopping mitgemacht oder was? Ich liebe so Markensachen zu tragen. Ich liebe das, ich weiß nicht warum. So schön angezogen zu sein, gepflegt zu sein, ne? Das ist A und O. Seitdem Chico Lotto-Millionär ist, muss er nicht mehr so sehr auf Preise achten. Das sind die ersten paar Monate so, dass ich so Geld ausgebe und dass ich mir das kaufe. Ich will erstmal mich befriedigen. Ah, ja. Boah, ich war einmal im Jahr, einmal vielleicht. Wenn es mit einer Frau schon nichts wird, ne, dann zumindest mit teuren Uhren. Genau, also ich hätte so kein Geld. Immer so von Internet so verfolgt, bisschen Geld gespart. Ne? Bevor ich Lotto gewonnen habe, weil ich hier eine Tasche habe ich geholt. 2.100 Euro kostet die Tasche, mein Gott. Oh, jetzt habe ich 30 Mein Gott. Taschen. Oh. 30 Taschen? Ich habe 11 Uhren. Ne? Eine davon hier. Wozu? Guck mal, was für eine geile Uhr. Guck mal, der ist sogar da, guck mal. Der 29.450. Aber der hat ja andere Ziffernblatt da drin, weiß. Meine ist ja Gold. Ich habe über 30 bezahlt. Heute will der 42-Jährige vorbestellte Luxusartikel abholen und dann mal schauen, was es sonst noch so gibt. Ich habe ein paar Ringe bestellt, ja. Hände hoch! Nein, Spaß. Bis gleich. Hallöchen. Ich habe, ich heiße Yildirim, ich hatte Ringe bestellt, ja. Yildirim, Chico. Okay. Der Einkauf nimmt jedoch eine unerwartete Wende. Jetzt werden die Klunker gekauft. Die haben die Kamera im Anschlag. Sagen Sie denen bitte, dass die nicht filmen. Die filmen doch nicht. Nein, das geht nicht. Tschüss. Können wir gehen, bitte? Die Ringe habe ich alles abbestellt. Brauche ich nicht mehr kaufen. Die ist so unfreundlich, ne? Weil ihr von Kamera da hinten Dings macht. Ja, Entschuldigung, die Leute möchten nicht gefilmt werden in dem Geschäft. Auch wenn du Chico bist, was soll das denn? Also ehrlich, auf solche Kundschaft können die auch verzichten, glaube ich. Ich habe alle Ringe abbestellt. Ja, gekauft, dann kaufst du halt, dann kauft andere, jemand anders die Ringe. Auch gerade der Türsteher da, der noch sauer hinterher gemeckert hat gerade, ne? Also ehrlich, das ist doch nicht mal angemeldet, der Dreh von RTL oder was? Die sind da einfach mit hin. Unglaublich. Was ist passiert? Nein, die sagen, die darf nicht. Ich sag, hören Sie mal, die sind doch gar nicht drin, die sind doch draußen. Alles, was ich bestellt habe, ne, so 5 Ringe, fast 20.000 Euro, habe ich gesagt, kaufe ich nicht mehr. Die so, bleiben Sie doch. Ich sage, nein, möchte ich nicht mehr. Ist für mich abgeschlossen. Brauche ich nicht mehr. Naja, andere würden sich freuen über Gratis-Promo. Glaubst du, der typische RTL-Zuschauer kauft bei solchen Geschäften ein? Das ist denen doch völlig egal. Die haben ihre Stammkundschaft, die irgendwo, was weiß ich, so in teuren Villen wohnen. Die sind doch nicht angewiesen auf so einen Quatsch, auf so einen Typen, als ob der jetzt Werbung macht. Anderer Laden, andere Bestellung. Geht ja ums Image auch. Guck mal, diese Schuhe habe ich bestellt und eine der Lieblingsschuhe, ne? Okay. So, der nächste. Hallo. Ja, okay, den nehme ich dann mit. Aber probier den an. Aber ich habe ja auch dicke Socken, ne? Aha, ist kaputt. Sollte nicht sein. Was soll ich machen? Hey Jungs, beim Anziehen ist die Schuhe kaputt gegangen. Könnt ihr das vorstellen? Schuhe sind kaputt gegangen. Schuhe ist kaputt gegangen. Und siehst du, dieses Teil hier hinten, wo ich am Anziehen wollte, ich habe auch ein bisschen dicke Socken, ist kaputt gegangen. Pech. Chico kauft gerne, aber nicht wahllos. Boah, was ist das denn? Wieso, was denn? Gürtel, fast 3.000 Euro. Guck mal, dieses Schuh da. Was ist das denn? Gürtel für 3.000 Euro. Boah, 10.000 Euro. Nee, ich glaube, ich bin falsch hier ein bisschen. Obwohl ich Multimillionär bin, aber dieser Laden ist nicht für mich. Das ist nicht dein Stil auf dem Stil, ne? Nee, ist überhaupt nicht mein Stil. Was ist das denn? Echte Krokodil-Dinger oder was? Übertrieben immer. So, was ich kaufe, ganz normale Leute auch so, dass die Fußballer kaufen oder die ein bisschen Kohle haben. Das ist ja so bekannt, Dior, Louis Vuitton, das, dies, Burberry. Aber hör mal, so übertriebene Sachen würde ich niemals holen. Nee, nee, ist egal. Ja. Nee, würde ich niemals holen. Wer gibt denn einen Gürtel
so viel Kohle aus immer. Ich war letztens bei einem Bekannten, habe ich kennengelernt. Die hat so in, bevor du reinkommst, so ein, wo die Fische drinnen schwimmen, ne? Hör mal, sagt er zu mir, diese Fische Aquarium. 17.000 Euro, sagt er. Ein Fisch, 17.000 Euro. Überleg mal, der stirbt. Ich schwöre, ich würde ihn fressen, Alter. Wenn er auch stirbt, sogar den Toten würde ich. 17.000 Euro, ein Fisch. Cool. Money, money, money. Ey, kannst du eine mich hier aufnehmen? Guck mal hier. Welche wäre meins? Ohne Scheiß. Von denen hier wäre, das wäre meins. Hat was, keine Ahnung. Weil das schwarz ist oder so? Sieht wunderschön aus. Klar, guck mal, warum ja, hat mich früher die Frau nicht ist nicht Frauen da, angerufen? Ne? Ich bin nicht die schönste ja. Mann in dieser Welt. Oder was weiß ich was. Okay, hässliche Vogel bin ich auch nicht. Ich hab was an mir, das weiß ich. Aber zurzeit melden sich so viele Frauen. Meine Güte. Ach so. Meine, aber ich kann doch durchschauen. Ich sehe doch. Warum? Ah. Mein großer Wunsch ist so Papa werden. Papa zu werden. Ohne Scheiß. Das will ich auf jeden Fall erleben. Unfreundliche Verkäufer, kaputte Schuhe, nicht sein Style. Bislang läuft es nicht rund. Letzter Versuch hier. Coming. Look, look. Biting bitter cold temperatures are putting refugees Mann. In danger. How will they endure the hard? Fertig. Ich habe so geile Oberteile geholt. Eine kann ich für euch rausholen. Bräuninger. Das ist ein richtig schöner T-Shirt. Sie sind seit herbe in uns. Sie sind aber auch, das ist der billigste davon, ne, von allem. Ein T-Shirt 400, der billigste so 300. Ich habe von für ein T-Shirt 400 Euro. Was habe ich eingekauft? 5.300. Ich bin 42 Jahre alt. Ich weiß, was ich mit meinem Geld vorhabe. Über 90%, die denken, dass ich pleite gehen würde. Aber warum? Weil die haben noch nie einen Lotto-Millionär gesehen. Dass er was geschafft hat, das ist auch traurig. Und ich möchte wirklich der Erste sein, derjenige, der Chico Lotto gewonnen hat und nicht pleite gegangen ist. Der ist immer noch im Markt, der hat was mit seinem Geld gemacht. Naja, pass mal auf, dass die falschen Leute nicht irgendwie um die Ecke kommen. Dortmund, vergangene Woche. Chico hat entschieden, aus der Wohnung seiner Eltern auszuziehen. Ah, alles gut? Hi, alles gut. Hey. Immobilienmakler Marvin Schewe soll ihm dabei behilflich sein. Dieses Mehrfamilienhaus ist sein erster Vorschlag für den Multimillionär. Das kommt gar nicht in Frage. Du bist am Schlafen, ganz seit Flugzeuge. Haus kann man kaufen, aber keine Zuhause, mein Freund. Deswegen, ich möchte mich wohlfühlen da. Das muss genau in meinem Geschmack sein. Und ich suche mir. Das ist ja auch porthässlich. Was ist das für ein Haus? Wer will denn sowas kaufen? Das ist ja schrecklich. Wenn man Multimillionär ist, muss er auch ein bisschen schön sein. Wirklich ein Zuhause. Wir schauen mal auf die inneren Werte. Ja, klar, Immobilie. Innere Werte. Perfekt. Klar. Chico sucht ein neues Zuhause, aber auch Immobilien zum Investieren. Dieses Haus hat insgesamt 4 Wohnungen. Was kostet das? Das würde kosten 1. Ach so, er will da nicht wohnen, sondern vermieten oder was? Ja, gut. 1,39 Millionen. 1,3 ist zu viel. Und hier haben wir eine 145 Quadratmeter Wohnung. Würde sich halt super anbieten, als Eigentümer selbst drin zu wohnen, weil das halt wirklich eine schöne Altbauwohnung ist. Mhm. Und schöne hohe Decken hat. Ja. Parkettboden. Wir gehen mal ins Wohnzimmer. Ja. Das ist für mich auch mit der schönste Raum. Ja, ist auch ein schöner Raum, ja. Hier hört man auch nichts mehr von der Straße. Ich weiß. Chico gibt eigentlich gerne Geld aus. Zum Beispiel 1.500 Euro für die Jacke, die er gerade trägt. Aber ist ihm diese Immobilie das Tausendfache wert? Kommt das Mehrfamilienhaus? Also, klar, die Wohnung 145 Quadratmeter ist natürlich nicht schlecht. Da kann man natürlich sich schön einrichten. Das ist eine große Wohnung mit hohen Decken. Da kann man natürlich toll wohnen. Und da hat man gleichzeitig noch ein paar weitere. Man kann sich seine eigenen Nachbarn quasi aussuchen, indem man nämlich die Wohnung eben nur an Leute vermietet, die einem sozusagen auch sympathisch sind. Das ist ja alles nicht schlecht. Ich würde eine andere Gegend einfach wählen. Also ich weiß nicht, finde die ganze Gegend da, die wäre mir nicht geheuer. Ansonsten ist es keine schlechte Sache, klar.
als Investition für den Lotto-Millionär in Frage? 1400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, die man halt auch vermieten kann. Wenn man das halt auch mit dieser Wohnung in die Vollvermietung gibt, würde man 75.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete erzielen. 75.000 Euro. Jahres. Jahresnetto-Kaltmiete, genau. Und dementsprechend, es trägt sich halt von selbst. 75.000 Euro. Klingt gar nicht so uninteressant. Gucken wir mal auch, wenn wir schon gerne. Hier sind. Genau, wenn wir schon hier sind, links findest du noch einmal das Badezimmer. Ja. Oh, sogar ja. Stehpipi-Ding habt ihr hier. Ja. Zweite Bad gibt's auch? Nee, es gibt noch ein Badezimmer. Was ist das? Hier ist noch ein Ankleidezimmer. Für mich ist das zu klein. Für sich sucht Chico eigentlich eine Penthouse-Wohnung. Mit viel Luxus und Privatsphäre. Und auch noch sowas, weißt du, wenn einer Nachbarn da Fenster aufmacht, weißt du, guck mal, ich bin daran gewöhnt, immer, ich suche mir immer ganz oben. Ja. Weißt du, man ist ja so manchmal nackt und dann sieht man, da oben sind andere. Ja, toll, tolle Aussicht, ja. Ja, nee, da würde ich mir auch was anderes gönnen, wenn ich eher wäre. Familien, hier sind andere Familien, ja, da vorne. Ist ja schrecklich. Und das stört mich voll. Für Anlage ist das gut. Mehrere Wohnungen kannst du vermieten, aber. Also, es geht mir ja schon so. Ich bin ja im dritten Stock, im obersten Stockwerk. Und ich bin ja froh, dass ich einen Balkon habe, der zum Nachbarbalkon der Wohnung, die gegenüber ist, ungefähr 5 Meter Abstand ist. Ne? Also, das ist mir ja schon sogar schon wichtig. Also, das wäre ja ein Albtraum. Mich spricht das nicht an. Klar, man muss erstmal froh sein, dass man überhaupt ein Dach über dem Kopf hat, aber. Jetzt, ich bin in der Lage, ich habe Geld und wenn ich schon was hole, dann hole ich, was mein Herz sagt. Dieses Objekt ist es nicht. Weiter geht es in Richtung Dortmunder Süden. Hier wartet eine zweite Immobilie. Schon vom ersten Eindruck deutlich luxuriöser. Wir schauen uns jetzt hier eine richtig schöne Immobilie, Einfamilienhaus an. Wie viel Quadrat? Sind insgesamt über 350 Quadratmeter, strahlt natürlich auch was aus. Spricht mich auch an, und hat einen sehr, sehr coolen Style. Auch von innen. Deswegen, wir schauen uns das mal an, das ist was ganz Besonderes. Was kostet denn so ungefähr? Ja, mit Dachgarten und Swimmingpool und so. Boah, warum nicht? Preis sind 1,8 Millionen Euro. Oh, war auch die Mülltonnen. Ist das deine Karre da vor der Tür? Nee, die sah ja anders aus, ne? Da wohnt schon ein reicher Sack drin oder wie? Das sind auch keine. Riesenunterschied, Mann, ich bitte dich. Klar, wenn dann schon hier. Gucken wir mal, was uns da drin erwartet. So, Chico, komm mal. Jetzt weiß vor allem jeder Stern-TV-Zuschauer, wo Chico wohnt, wenn er das Haus denn kaufen sollte und da einziehen sollte. Ja, super. Gut gemacht, Chico. Wow. Schau dir mal wirklich diese wundervolle und schöne vom Design gestaltete Immobilie an. Boah, ist das denn? Groß, für eine geile Küche, Alter. Deswegen, als du mir vorhin gesagt hast, was du dir vorstellst. Das ist genau so, das stelle ich mir vor. Das stellst du dir vor. Und das Haus bietet sogar noch weitere extravagante Ausbaumöglichkeiten. Hier hinter ist die Garage. Man könnte auch eine Glasfront machen, ja, dass du das von deiner Couch auf dein Ferrari schaust. Auf den Swimmingpool. Alles da. Können wir mal kurz rausschauen. Wow. Und dann hast du hier direkt deinen Pool. Was ist das da? Das ist ein Dach, das heißt auch bei schlechten. Ja gut, aber jetzt. So betrachtet ist es ja doch nicht so schön, wie man zunächst dachte. Ne? Erstmal hast du da hinten irgendwelche gaffenden Nachbarn. Wenn du da nackt am Pool sitzt, ist auch scheiße. Dann hast du diese komische Absperrung da jetzt, die sie da aufgebaut haben, diese provisorische Wand da. Weiß ich nicht. Also, das hatte ich mir jetzt zunächst. Das sah zunächst schöner aus, als es in Wahrheit ist. Wetter kannst du das Dach zuziehen und du kannst auch bei schlechtem Wetter ins Schwimmen gehen. Guck mal, wie das geil aussieht. Hey, ich kann auch hier irgendwo eine Sauna hinstellen. Das geil aus. Sauna gibt es auch noch gleich eine im Haus selbst drin. Im Haus selbst drin. Oh, warum? Der ist doch hässlich. Der ist doch hässlich, der Swimmingpool. Der ist doch nicht schön. Also ehrlich, was hat er gesagt? 1,8 Millionen oder was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Also da kriegt man doch was Besseres für das Geld. Und dennoch noch in so einer Dortmunder Kackgegend da. Weiß nicht. Da sogar. Willst du rein? Soll ich? Guck mal jetzt. Nein, Quatsch. Wir schauen uns erstmal den Rest an. Ja, lass mal reingehen. Ein Zuhause ganz nach Chicos Geschmack. Wie traumhaft. Weiter geht die Besichtigungstour. In der ersten Etage wartet das, worauf der frisch gebackene Millionär besonderen Wert legt. Na,
Hier, Sauna, wow. Ja, genau, da hast du die Sauna, die du dir gewünscht hast. Und da habe ich meine, mein Das Gott. Ist hier Wellness, Oase. Hier, guck mal hier. Boah, ja. Wie geil ist das denn? Das ist mein Traum. Das ist wirklich mein Traum, so Sauna und Dampfbad. So, als wenn du im Skiurlaub bist. Ich krieg gerade Gänsehaut. Ohne Scheiß, sowas sehe ich erst mal. Sehr, sehr schön ist das. Ohne Scheiß, guck mal. Das hier, ne? Sowas sehe ich erst mal live. Ja. Immer im Fernsehen habe ich gesehen. Alter, das muss aber schön sein, ne? Ja. Hier reinzugehen. Viel zu klein. Da kannst du ja gar nicht richtig lang machen in der Wanne. Da sitzt du ja eher drin. Wie scheiße ist das denn? Für den ehemaligen Häftling sind das Einblicke in ein bislang unvorstellbares Leben. Ganz andere Welt, ohne Scheiß. Ich gebe ja zu, ich habe mein Leben 15 Jahre einfach so weggeschmissen. Ne? Drogen konsumiert, Knast, ne? Immer, was ich alles so gemacht habe. Ne? Ich habe hier, guck mal, das war mein Zimmer 2,5 Jahre lang. Das war mein Zimmer und Toilette ist hier. Guck mal, wo ich hier gerade bin. Ich kann gleich heulen, ohne Scheiß. Ich kann wirklich jetzt gleich an der Stelle heulen, vom Glück. Werden sogar meine Augen gerade voll. Was ich so gerade erlebe, das kann ich keinem beschreiben. Extrem. Na, dann sagt sich gleich der Makler, ach, mir fällt gerade ein, das kostet leider 2,5 Millionen, das Anwesen. Ich habe da falsch geguckt, ne? Da wird der Preis noch hochgetrieben. Eieiei, also dieser Makler, ich weiß nicht, der kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich glaube, da hätte er sich einen anderen nehmen sollen. Der verkauft ihm doch da den letzten Schrott völlig überteuert. Sieht zwar im ersten Moment gut aus, da die Inneneinrichtung mit der Sauna und so weiter, aber ich glaube, da bröckelt es ziemlich schnell an allen Ecken und Enden. Ne, das ist. Ich komme ja nicht von normalen Zuständen. Ne? Nicht nur unten, ich komme von minus, minus, minus unten. Man merkt. Früher Drogen in der Nordstadt, heute Sportwagen und eine Luxusvilla. Die Lottomillionen haben das Leben des 42-Jährigen auf den Kopf gestellt. Für Chico ist aber klar, dass sein neues Leben nicht selbstverständlich ist. Irgendwo hinzukommen ist leicht, aber da zu bleiben ist sehr schwer. Ohne Scheiß. So, Chico, jetzt hast du alles gesehen, was man hier im Haus sich anschauen kann. Ich denke mal, dir haben auch einige Elemente sehr gut gefallen. Was heißt sehr gut? Hat mir komplett A bis Z alles gefallen. Ja. Wirklich Traum. Das kannst du wirklich als Zuhause. Ja, absolut. Benutzen, ne? Chico ist an der Villa sehr interessiert, braucht aber noch Bedenkzeit. Denn in Zukunft will er vorsichtiger mit seinen Millionen umgehen. Na, aber erst in Zukunft. Ich muss damit wirklich gut umgehen. Ne? Diese Chance kriege ich nie wieder. Ja, also war das denn echt erst das zweite Haus, was er sich angeschaut hat? Nach dem Schrotthaus da, jetzt das zweite und das will er auch schon kaufen? Na, also ich würde mir ja an seiner Stelle, würde ich mir aber erstmal eine ganze Reihe von Anwesen angucken. Und weil so, ich glaube, das ist nicht unbedingt auch so traumhaft. Also dieses Swimmingpool war doch verlottert. Das war doch nicht schön. Und vor allem die Häuser drumherum. Man will auch ein bisschen abgeschirmt sein, oder? Finde ich nicht so den Knaller. Guck dir mal die abgeranzten Häuser da an. Wenn man mal genauer hinguckt, guck dir mal dieses Haus hier an. Völlig runtergekommen hier. Oder hier. Guck dir mal hier das hier. Das ist doch keine schöne Gegend, sowas. 1,8 Millionen, soll er dafür hinblättern? Na Mensch, Chico, das überlegt er mal nochmal. Naja, aber Chico hat ja schon so viel falsch gemacht in seinem Leben. Das wird sich wahrscheinlich locker fortsetzen, ja. Ist halt Pott. Ja, man muss ja nicht da wohnen bleiben. Gibt ja auch andere Ecken. Gibt ja auch andere schöne Ecken. Ich glaube, ich würde an seiner Stelle, ich würde irgendwo nach Spanien ziehen oder so. Ein schönes Häuschen im Süden kaufen oder so. Weißt du, wo schönes Wetter ist. Oder nach Südfrankreich oder so. Keine Ahnung. Solche Möglichkeiten gibt es doch auch. Oder in der Türkei, Heimatland seiner Eltern. Da kann er doch sich ein geiles Haus kaufen. Schön in einer schönen Gegend, wo die gehobene Klasse wohnt. Stattdessen will er 1,8 Millionen ausgeben, um in Dortmund, in dieser Gegend da, ein Leben zu führen. Na schönen Dank. Viel Spaß.
Naja, aber es scheint ja so, als wenn Stern TV noch weitermachen will mit diesen Reportagen. Das ist noch nicht der letzte Teil gewesen. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann der nächste Teil. Da geht es dann darum, wenn er in sein Haus eingezogen ist oder wie auch immer. Wir werden das weiter verfolgen. Ja, so viel also zu Chico und seinen Lotto-Millionen. Mein Gott. Der Talk zum Film? Was ist das denn? Der Talk zum Film? Eine Geschichte für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte darüber, wie sie in Verhandlungen bekommen, was sie wollen. Ja, es ist grün. Aber es ist so viel mehr als das, was es wirklich ist. Was für ein Leben, meine Güte. Ach so, das war noch ein Sternenwerfer. Ein Kontrast. Wie man ihn größer sich nicht vorstellen kann. Und es fasst sie immer noch an. Ne? Immer noch an, ja, klar. Sind es die Erinnerungen? Ja, das sind die Erinnerungen, die hochkommen. Und ich weiß, dass Sie heute immer auch noch ein Auge auf die anderen verlorenen Seelen haben, die richtig. Ihnen so begegnen. Ja. Ne? Sie, ja, richtig. Sie erzählen in der Doku, die morgen Abend bei RTL läuft, Sie haben eine obdachlose Frau getroffen, die wollte 10 Euro haben. Die wollte 10 Euro haben, ja. Und? Wenn du, es gibt so viele Obdachlose und die kennen mich ja alle, weil die alle immer was von mir kriegen und ich sehe das auch nicht übel. Wenn ich nach Hause ankomme, wenn die gucken, ich habe ja da vorne, obwohl ich da hinten eine Straße weiter jetzt Garage genommen habe, aber ich parke nie da rein, und die gucken wirklich, wenn mein Auto da ist, gehen die wieder. Aber ist egal, wenn mein Auto nicht da ist, die wissen, ich bin nicht da, ich kann jederzeit kommen. Ist egal, ob das morgen bis 5, 6 Uhr dauert. Die warten da. Wenn ich ankomme, heute noch, seit 3 Monaten ist das so, die kommen überall. Du musst ja, weil sie diese Geld Leute haben wollen. Sehen. Der eine hat keine Schuhe, der eine hat nackt. Aber ich nehme nicht übel, weil die Leute haben sich verloren. Das sind so ganz kaputte Menschen. Ne? Ich habe ja auch konsumiert, aber nicht so wie die. Die sind am Fixen oder die sind ganz unter Heroin und so. Ich guck die mal an, wenn ich auch sage, ich gebe euch das letzte Mal, kommt nicht mehr hier, ne? Aber die verstehen das nicht. Ne? Mhm. Die verstehen. Wenn du denen fragst, wie du heißt, wie heißt du, die können eigenen Namen nicht erinnern, aber meinen Namen wissen die, Chico. Mhm. Ehrlich jetzt. Aber solche Leute, was soll ich machen, wenn man selber so ganz unten war? Aber das ist ja nachvollziehbar, aber es fragt sie eigentlich jeden Tag, fragen sie Dutzende nach Geld, klar, auch im Internet viele, und so. Ne? Viele Betrüger sind unterwegs, viele kommen und fragen. Ich gucke den an, schön angezogen, ne, stabile Jungs, die fragen. Ich sage, Jungs, guck mal, ich habe auch Geld gefragt, aber die Leute, die ich kannte, ihr kennt mich ja nicht, Mama. Wie könnt ihr einen fragen und geht doch mal arbeiten? Ich habe ja auch immer in meinem Leben gearbeitet, aber Drogenzeiten musste ich ja immer aufhören und Knast rein, raus. Sie waren drogensüchtig, Sie waren spielsüchtig. Ich war spielsüchtig. Und jetzt sieht man Sie durchaus mal einen größeren Schein beim Lotto widersetzen oder auch mal am Dattelautomat. Ja, er ist immer noch spielsüchtig. Also wenn er so viel Geld für Lottoscheine und Rubbellose und so ausgibt, ist ja auch eine Form von Spielsucht. Sie shoppen ziemlich freigebig, das wird man auch in der Doku sehen. Ich muss ja auch mal sagen, okay, die sehen, Geld ist bald alle, sockt der 2000, das, dies, aber da habe ich gesockt, weil der 107 Millionen da, Jackpot hoch war. Sowas mache ich nicht immer. Ich spiele immer noch, wie ich früh gespielt habe, aber... Trotzdem kommen so fürsorgliche Gefühle bei mir, weil ich denke, meine Güte, Chico, verlieren Sie nicht das Maß. Ja, die denken so, aber ich habe wirklich in Kontrolle über mein Leben. Gucken Sie mal, ich habe jetzt Geld. Ne? Ich habe ohne Ende Geld. Ich habe ja nicht 1 Million, 2 Millionen gewonnen. Aber man muss sich auch ein bisschen gönnen. Ne? Das war immer mein Traum. Ne? Das ist richtig. Es gab Leute, so eine schöne Uhr, das, dies, Autos. Jetzt habe ich ja auch alles. Aber Geld ist auch nicht alles. Du kannst dir wirklich eine schöne Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst dir ein schönes Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Keine Frau. Ne? Du kannst dir wirklich Versicherung kaufen, aber keine Sicherheit. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist das auch nicht los. Ne? Und Chico ist großzügig unterwegs. Eins wollen wir schnell noch sagen, weil Sie eingeladen haben zu einer großen Karnevalsparty. Ja. Das wird von Ihrer Seite aus abgesagt. Ne? Also ja, das möchte ich jetzt alle meine Fans, alle, die mich lieb haben, möchte ich sagen. Am 16. habe ich eine Karnevalparty veranstaltet. Und ich muss das leider absagen, aus Respekt wegen dem Erdbeben in der Türkei. Und
Ich bin selber am Trauern. Es findet immer noch der Stadt, dem Party, aber ich würde leider nicht da erschienen. Chico, danke, dass Sie uns auf... Hat er denn wenigstens auch Geld gespendet für die Erdbebenopfer in der Türkei? Hat er das dann auch gemacht? Oder? Davon hat man nichts gehört. Wäre dann ja auch anständig, ne? Ja. Ja, gut, der Chico.